So, mal wieder willkommen zurück. So, bevor ich es vergesse, da hinten hat sich das letzte Mal irgendwo ein Creeper rumgetrieben. Und ich habe keine Lust, dass ich von dem überrascht werde. Deswegen schaue ich mir das erstmal an. Bist du noch da? Bist du noch da? Nein? Okay. Habe ich in der Zwischenzeit aus Versehen irgendwie den... Ich habe wieder umgestellt aus Versehen. Aus Versehen, sagt er, ne? Nee. Es fängt mein Rechner wieder an zu rattern. Furchtbar. Muss ich mich unbedingt mal drum kümmern, aber ich glaube und hoffe zumindest, dass man das in der Aufnahme nicht hört. Ansonsten tut es mir sehr leid. Hab da so eine blöde. Also die Außenwand ist da irgendwie locker, beziehungsweise da ist ein. Ja, so ein Fenster schön dran, damit man auch schön reingucken kann. Was sehr viel bringt, weil das Ding in einem Schrank drin steht. Wir haben kein Holz mehr. Ich wollte gerade die Säule noch fertig machen, aber das geht ohne Holz schlecht. Aber wir haben ja noch Bäumchen, die wir fällen können. Ja, auf jeden Fall ist da so eine Scheibe drin und wenn das Ding ein bisschen hochfährt, beziehungsweise irgendwas spiele, was halt das Ding ein bisschen zum Rattern bringt, dann rattert es im wörtlichen Sinne. Was ein bisschen nervig ist. Aber das ist ja auch vollkommen egal. Ich will jetzt auf jeden Fall schauen, dass er. Ach, stimmt, das war Raisin. Ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt, deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen dumm bin manchmal. Was wollte ich sagen? Ja, ich will auf jeden Fall noch ein bisschen am Haus rumwerkeln. Das Blöde ist nur, dass wir dafür noch ein bisschen Steine brauchen. Und das ist so ätzend abzubauen momentan. Müssen wir uns mal noch irgendwas überlegen. Weil, ja. Bei manchen Leuten mag das interessant sein, denen auch bei so stupiden Sachen wie einfach nur Steine abbauen in Minecraft zuzugucken, aber ich weiß nicht, ich habe so irgendwie das Gefühl, bei mir ist das nicht unbedingt der Fall. Denn wie ihr sicherlich merkt, ich bin nicht so der. Boah, guck mal da hin, ich habe da Eisen gefunden, das ist so Hammer. Nee, ich weiß nicht. Ich habe auch manchmal so ein bisschen Angst. Ich will das ja ruhig aufziehen, denn ich muss ehrlich sagen, ich mag es auch, wenn die Videos so ein bisschen gemütlich sind. Deswegen, ich gucke gerne Gronkh, ich gucke gerne Gerugon. So, wo man halt nebenbei anhaben kann, wo man einfach ein bisschen gucken kann, sich so nebenbei entspannen kann. Eventuell auch zum Einschlafen, mache ich auch gerne. Und eben Leute, wo man nicht Angst haben muss, dass jeden Augenblick anfangen, übelst rumzuschreien und man aus dem Schlaf gerissen wird oder ähnliches. Das mag ich halt, aber ich habe halt auch so ein bisschen die Bedenken, dass das ja bei mir ein bisschen zu langweilig wird, weil ich teilweise auch eine Zeit lang habe, wo ich gar nichts Interessantes zu sagen habe. Jo, ich weiß nicht. Habe ich halt so manchmal ein bisschen meine Bedenken. Hatten wir denn noch Steine gehabt? Nicht genug. Hatten wir denn noch im Ofen gehabt? Nö, aber Eisen. Cool. Fast genauso gut. Was mir da noch einfällt. Es wurde angesprochen, ich sollte doch mal noch gucken, gerade was Nahrung angeht. Wobei momentan funktioniert es ja halbwegs. Das Feld wirft ja schon ein bisschen Ernte ab. Aber ich sollte mal erstens gucken wegen den Biomen, die da angegeben sind. Da steht ja mal dabei, grows best in Forest Plains, dass ich darauf achten soll. Wobei ich mich da noch ein bisschen reinlesen muss. Denn ich bin mir nicht sicher, damit wirklich die konkreten Biome gemeint sind. Also, dass ich mir jetzt wirklich ein Plains-Biom suchen muss, also ein Vanilla-Plains-Biom dafür. Oder ob alle Biome praktisch, die waren aber schnell weg, kategorisiert sind, dass zum Beispiel dieses Biom hier, was wahrscheinlich am naheliegendsten wäre, als Plains kategorisiert ist, weil ich weiß, es ist kein Wald, es ist keine Wüste. Sowas halt. Aber da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Da muss ich mich wirklich mal ein bisschen einlesen. Ein anderer Punkt war noch hier
Obstplantagen anlegen. Es gibt ja hier auch, ich glaube, es ist auch durch Pam's Harvestcraft, dass es hier ja Obstbäume gibt, also Apfelbäume, Birnenbäume. Und dass man sich da auch wirklich so einen schönen, ja, so eine schöne Obstplantage eben anlegen kann. Und es ist halt nicht so wie in Vanilla, dass da, wenn er jetzt Eichenblätter abgrabbelt, dass dann irgendwie random mal ein paar Äpfel rausfallen, sondern dass die wirklich gezielt daran wachsen, dass dann praktisch unter den Blättern hier noch so ein Apfel wächst, der dann halt auch wie normale Pflanzen solche Growth Stages hat. Da muss ich jetzt halt mal ein bisschen aufpassen. Dann gucke ich mal, wenn ich mal so ein paar Apfelbaumsetzlinge oder was auch immer zusammen habe, dass ich da vielleicht hinten bei dem NPC-Dorf, wo wir schon öfter waren, mal eine Obstplantage anlege, weil wie gesagt, ich will hier die Landschaft so wenig wie möglich verschandeln und wenn, würde ich das auch ein bisschen großflächiger anlegen. Und ja, sind wir mal ehrlich, wenn wir hier jetzt alles voller Obstbäume stellen und einfach den ganzen schönen. Ja, Lavender ist ja nicht Flieder. Ich habe es immer Flieder genannt, aber ist ja wirklich Lavendel, heißt es, glaube ich, einfach im Deutschen. Das sind ja auch so, haben auch so lilane Blüten. Aber ja, ich will den ganzen Kram hier nicht abholzen. Das macht ja die, ich sag mal, Schönheit dieses Bioms aus. Und ja, mir gefällt's halt. So, ich wollte die ganze Zeit schon Brot machen für den Weg. Und ich mache am besten gerade noch mal eine Eisenhacke dazu. Denn ich gehe jetzt doch noch ein bisschen Stein kloppen. Dass wir zumindest hier unten mal das fertig bekommen. Das ist ja furchtbar. Und dann brauchen wir auch noch Stein für oben die Wände. Und noch Stein fürs Dach. Was doch ein bisschen was ist. Und bevor ich mich jetzt auf den Weg mache und es Nacht wird, mache ich mal noch eine voraussichtige Investition. Und zwar, ich hatte doch hier schon irgendwo Scheren gehabt. Dann gehe ich mir noch mal ein bisschen Wolle abkrabbeln und stelle mir noch ein Bett an die Mine, dass wir da auch notfalls schlafen gehen können. Hier. Wir hatten hier noch ein paar Schafe rumlaufen. Weil da wir jetzt auch die Monster anhaben, habe ich nicht unbedingt Lust, dauernd hin und her laufen zu müssen für ein Bett. Da platzieren wir uns hier und da mal ein paar. Dann hat man nicht so einen langen Laufweg. So, da sind doch die Schäfchen. Zwei. Drei. Passt genau. Sehr, sehr gut. Unsere Mine war ja irgendwo da hinten. Und ich sollte auch mal einen Sandweg dahin basteln. Denn, sind wir mal ehrlich, meine Orientierung ist nicht die beste, die man haben kann. Sowohl in Spielen als auch im echten Leben. Ich bin da total furchtbar. Ich verlaufe mich in, keine Ahnung, ich kann mich in der Stadt verlaufen und habe keine Ahnung, wo ich bin, obwohl ich schon fünfmal dahin gegangen bin. Ich schon ein bisschen doof. Aber egal. Das muss man ja nicht unbedingt wissen, ne? So. Wir haben noch einen Moment Zeit. Ich, keine Ahnung, stelle das einfach mal hier in den Vorraum. Da steht es ganz gut. Da hatten wir ja schon angefangen, ein bisschen runter zu buddeln. Muss ich mal schauen. Die Höhe war immer 5, alles klar. Uff, ja, keine Ahnung. Fangen wir mal hier an, Fackeln runter zu machen. Dass man erstens etwas sieht und zweitens einem keine Monster in den Rücken fallen. Wobei ich jetzt trotzdem gucke, dass ich hoffentlich dran denke, gleich schlafen zu gehen. Ich bewege immer zu früh den Cursor auf das nächste Ding. Muss halt echt sagen, es ist ungewohnt, dass die so lange zum Abbauen brauchen. Auch gerade mit einer Steinhacke. Ach, Steinhacke, genau, mit einer Eisenhacke. Mit einer Steinhacke wäre das wahrscheinlich noch normale Geschwindigkeit. Aber für eine Eisenhacke ist das doch schon recht lahmarschig. So, 1, 2, 3. Dann machen wir es hier noch hin. Gucken, wie der Stand der Sonne ist. Keine Ahnung. Probieren können wir es mal. Geht schon. Alles klar. Verdammt, jetzt muss ich echt gähnen. Ah, hier mal noch ein bisschen den Raum vergrößern. Das ist ja furchtbar.
Hier sieht es aus, als ob wir gleich noch an die Oberfläche durchkommen, was auch nicht ganz so toll wäre. Wir hatten ja, glaube ich, oben auf dem Hügel noch komische Löcher. Die sollten wir auch mal noch stopfen. Ich muss ja sagen, ich finde das, was ich in Minecraft beim World Generator ein bisschen doof finde, ist, dass die Gegenden oft so hügelig zerklüftet sind. Deswegen ist auch so ein Punkt, was ich an diesem Biom so mag, dass halt die Hügel und so weiter alle so schön, ja, ich sag mal glatt sind. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ich habe auch ein Vanilla Minecraft, habe ich auch mal geguckt, da kam ja jetzt mit der, boah, ich weiß nicht, ich glaube mit der 1.8 was, da kam ja dieser neue World Type raus, dieses Customized. Und da kann man ja die Parameter des World Generators ein bisschen anpassen. Da habe ich auch mal so ein bisschen rumgegoogelt und rumgespielt. Da hatte ich jetzt auch, wer es vielleicht schaut, im Stream ab und zu mal in der Welt, da hatte ich die Welt so generiert und da sind die Berge und Hügel und so weiter wesentlich flacher. Und wenn man halt auch mal steilere Berge hat und so weiter, sind die eben nicht so zerklüftet, dass da nicht irgendwo ein riesen Loch drin ist, beziehungsweise alles kantig ist und man im schlimmsten Fall auch irgendwelche schwebenden Inseln hat. Das fällt damit raus, also ja, da kann man im Gegensatz zu dem Standard World Generator beziehungsweise den Standardparametern doch einiges verbessern. Was ich teilweise auch ein bisschen, ja, komisch finde, dass das nicht in dem, ja, also nicht als Default-Einstellung praktisch genommen wird, sowas. Aber vielleicht bin ich da auch nochmal ein bisschen eigen, wie bei so vielen Sachen. Aber man hat ja mitbekommen, ich bin bei sowas einfach ziemlich wählerig und ja, muss vielleicht nicht jeder so sein. Was haben wir hier? Mal wieder Marmor. Ich wünschte, wir würden jetzt mal in eine andere Gesteinsschicht kommen. Das wird mir so langsam zu blöd. Das dauert ja ewig. Und ich glaube, wir haben jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, 2 Stacks. Ja, 2 und ein bisschen. Wobei, für unten das reicht's. Und ich will euch jetzt auch nicht die ganze Folge in der Mine hier langweilen. Deswegen gehen wir das jetzt erstmal hinten einschmelzen. Oh, wir sind hungrig. Hier haben wir nichts mehr drin. Aber wir haben ja zum Glück unsere Brote dabei. Die auch direkt wieder weg sind, verdammt. Ich hoffe, unser Feld war während diesem Mini-Ausflug ein bisschen fleißig. Wobei ich jetzt auch mal noch dran gehe und das zweite Feld ein bisschen ausbaue. Wir haben hier jetzt noch ein bisschen Eisen. Und ein Schaf auf dem Baum. Können wir uns noch mal ein paar, ja, hier die Hacken basteln. Können wir das Feld noch pflügen und uns noch ein paar Seeds besorgen. Und ich glaube, hinten das Feld werde ich jetzt nach und nach abreißen. Beziehungsweise sobald da irgendwas gut ist, werde ich die Pflanze dann kaputt machen. Weil, jo, ich glaube, auf Dauer brauchen wir das hier nicht mehr. Und es ist eh so ein bisschen kapuff hinterm Haus. Und ich muss mal gucken, dass wir die Truhe demnächst mal auch umplatzieren, weil die steht ja auch eigentlich doof. Dass wir das alles wirklich mal ins Haus verlagern. Kohle haben wir Gott sei Dank noch. So. Und 8. Moment, wir brauchen erstmal den normalen Cobblestone. So. Den da. 8 Kohle. Und den Stack auch zu nochmal ein Cobblestone. Und da haben wir es. Zack. Das kann jetzt erstmal durchbrennen. Problem ist, wie immer, das wird nicht reichen, um das Haus fertigzustellen. Wir werden da auch noch ein paar Bäume abholzen müssen. Ach ja. Ach stimmt, wir hatten hier ja die gute Baumwolle noch angepflanzt. Und das habe ich mittlerweile auch mitbekommen, die Saplings pflanzen sich wirklich selber ein, wenn sie runterfallen. Was halt in dem Fall nicht ganz so praktisch ist, weil ich ja diese größeren Bäume immer haben will. Weil die einfach schöner zu fällen sind und einfach wesentlich mehr Holz geben.
Deswegen, die muss man ja in so einem kleinen Viereck praktisch anpflanzen. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich nicht so hoch, dass die gerade so runterfallen und sich einpflanzen, dass das das ergibt. So, in der Zwischenzeit mache ich mir jetzt nochmal eine Axt und holz den anderen Baum da ab. Müssen ja eh ein bisschen auf den Stein warten, dass wir diese Zeit noch ein bisschen sinnvoll nutzen. So. Und ja, nochmal zu den Feldern. Ich bin da auch immer dankbar, was Tipps angeht. Es gibt da bestimmt Leute, die sich mit dem Modpack schon etwas mehr auskennen als ich. Und wie ich mich kenne, werde ich es eh nochmal vergessen, nachzugucken, wie das jetzt mit den Biomen ist, wo die Pflanzen am besten drin wachsen. Ja, und wer sich auskennt und Lust hat, darf mir da gerne mal ein paar Tipps geben. Wenn es in den Kommentaren steht, werde ich es auf jeden Fall lesen. Und dann kann man auf jeden Fall das nächste Mal mal schauen, dass man nur das anpflanzt, was auch für dieses Gebiet sinnvoll ist. Denn in diesem, wie ist es, ich glaube einfach nur Hungry Mode. Es gab ja den, so bei dem Modpack kann man sich ja einstellen, ob man die Basic-Version haben will oder diese Hungry Mode. Also diesen Hungry Mode, wo dann noch eine zusätzliche Mod für, ja, die größere Challenge, was den Hunger angeht, dabei ist. Und ich habe ja den Hungry Mode aktiv. Und das ist ja, glaube ich, so, dass die Pflanzen sowieso schon die vierfache Zeit brauchen als normal. Und da muss man nicht noch einen zusätzlichen Malus haben, weil wir den ganzen Quark in dem falschen Gebiet anbauen. Das ist ja ein bisschen dämlich. Also wer mich da aufklären will, ich wäre sehr dankbar darüber. Denn wie gesagt, wie ich mich kenne, vergesse ich sowieso nochmal nachzuschauen. Und ja, nächster Punkt wäre halt die Plantagen. Die Obstplantagen. Muss ich auch mal gucken, wie ich das am besten mache. Obstplantagen muss man ja nicht unbedingt natürlich aussehen lassen. Da kann man ja ruhig das, ich sag mal, so bauen, dass man sieht, dass es von Menschenhand erschaffen ist. Also die so schön in einem Gittermuster anpflanzen, die Bäume. Ist, glaube ich, auch nachher zum Abernten ein bisschen angenehmer. Das hat man ein bisschen besser Übersicht, wo war man schon, wo muss man noch hin. Ja, das Feld fängt so langsam an, sich auszuzahlen. Wurde auch Zeit. Aber man sieht ja, es ist immer noch gerade so viel, dass wir über die Runden kommen. Und wenn wir jetzt mal hier so eine kleine, ja, Erkundungstour oder Höhlentour oder was auch immer machen, wird das definitiv nicht reichen. Denn jetzt auch schon alleine, ich renne nicht, ich springe nicht übermäßig viel rum, ich benutze nicht übermäßig viel Werkzeuge. Und es ist gerade trotzdem mal so, dass es zum Überleben reicht. Deswegen sollte man da echt gucken, dass man die Produktion mal noch ein bisschen ausbauen und generell auch mal ja, anfangen richtig zu kochen. Da müssen wir uns mal noch eine Küche bauen. Glaube ich zumindest, dass man hier jetzt, also es gab ja die ganzen Utensilien, Töpfe, Pfannen und so weiter, die man dann auch zum Kochen braucht. Und uns dann mal auch anständige Gerichte zaubern, sage ich mal. Joa, dass das mal ein bisschen effizienter alles vonstatten geht. So, und wo laufe ich denn eigentlich hin? Ich wollte das Feld weitermachen. Dum-di-dum-di-dum. Boah, das ist so abartig, wie schnell der Kram kaputt geht. Na komm, das machen wir hier noch fertig. Aber hier wenigstens das zweite Feld und ich muss auf jeden Fall dran denken, das noch zu umzäunen, nicht dass da uns alles platt getrampelt wird. Das wäre in der Tat nicht ganz so erfreulich und das ist schon kaputt, na toll. Ich meine, ich gucke ja auch so ein bisschen bei dem guten Herrn Gronkh, ist ja kein Geheimnis. Das Let's Play und der hat ja zum Zeitpunkt gerade, wo ich das aufnehme, die Folgen, die bei ihm raus sind, hat er ja gerade dieses wunderschöne Problem mit den Grashüpfern, die ihm die ganzen Felder zertrampeln. Habe ich in dem Biom Gott sei Dank keine. Ich glaube, die
spawnen wirklich nur in den Plains, in den normalen Plains-Biomen oder vielleicht noch ein paar anderen, aber in diesem Gott sei Dank nicht. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich glaube, das Problem bei ihm ist wirklich, dass er noch so einen Grasrand gelassen hat, was ich sowieso nicht mache. Deswegen werden bei mir im Feld sowieso wahrscheinlich keine spawnen. Aber man muss es ja nicht drauf anlegen, dass da mal irgendwas drüber wuselt und uns alles kaputt macht. Und ich habe mich jetzt auch entschieden, wie ich das mit dem Zaun mache. Ich werde, ja, ganz langweilig die stinknormalen Oakwood-Zäune machen. Nee, sowas nicht. Das waren mit Stickies, ne? Ach Gott. Genau so war das früher. Das Rezept hat sich ja seitdem auch geändert. Mittlerweile muss man ja auch dann die Holzart dazu klatschen, aus der das gute Zäunchen sein soll. So, dass wir hier schon mal ein bisschen was drumherum haben. So. Auf der anderen Seite machen wir dann auch noch weiter. Aber noch ein bisschen weiter. Den Baum können wir auch mal wegmachen, weil der wird, ja, da wird das Feld noch weitergehen. Muss mir dann auch mal noch überlegen, wie ich das hier mache, weil ich habe meine Dörfer eigentlich ganz gern immer so ein bisschen im Wald, aber Wald ist hier fehl am Platz. Muss ich mal schauen. Ich werde dann wahrscheinlich einfach von diesen lila Bäumen da. Na toll. Ein paar anpflanzen. So ein bisschen drumherum, dass es nicht ganz so kahl aussieht, wo ich baue. Und ich muss mal gucken. Weiß einer von euch vielleicht, ob man irgendwie dieses Wheatgrass nochmal anpflanzen kann? Weil ich habe im Creator schon probiert und wenn man mit Knochenmehl hier dran geht, wächst nur das normale Gras. Ich würde das hier jetzt zum Beispiel, diese Schneise, die würde ich gerne nochmal ein bisschen zupflanzen, dass das noch mal ein bisschen hübscher aussieht. Aber da würde ich dann halt auch gucken, dass das ja so aussieht, als wäre es nie angefasst worden. Und da bräuchte man halt dieses Wheatgrass dazu. Ich meine, ich nenne es jetzt einfach weiterhin Flieder, ist mir egal. Ich mag Flieder, der riecht so schön. Aber egal. Flieder haben wir ja noch genug, wo wir hier einfach nochmal dazu packen können. Daran liegt es nicht. Ich glaube, das sind mittlerweile 4 Stacks. Naja, 3 und ein bisschen. Aber ja, danach zu pflanzen, das wird nicht das Problem sein, aber dieses Wheatgrass macht mir halt so ein bisschen Sorgen. Müsste ich eventuell auch mal eine Google-Aktion starten. Oder wie gesagt, wenn es einer von euch weiß, ich wäre darüber sehr dankbar, ein paar Hinweise zu bekommen. Aber seht euch jetzt nicht genötigt, hier irgendwie Kommentare schreiben zu müssen, wobei ich mich und auch der gute Fail uns immer über Kommentare freue. Freuen. Ich meine, Plural, hallo. Egal. Ja, weil ich finde, Kommentare schreiben ist so, na toll. Somit, ja, eigentlich die beste Bestätigung, die man haben kann, dass den Leuten das gefällt, weil man muss sich ja die Mühe machen, sich was ausdenken, was will man schreiben. Dann da hingehen, das tippen. Also ist ja nicht so von wegen, ich klicke mal drauf, oh, so ein Spaß, der ist auch langweilig und gehe wieder weg. Also Kommentare schreiben heißt halt schon, ja, ich habe mir das Video angeguckt, ich finde es gut und ich mache mir sogar die Mühe, da irgendwie ein paar Zeilen hinzuschreiben. Deswegen scheut euch nicht, wir sind da immer froh und ich versuche auch immer zu antworten. Sofern es, ja, ich bin da mal ehrlich, sofern es sich lohnt. Ich meine, ich freue mich auch, wenn ihr nur schreibt, hey, cooles Video. Nur da jetzt unter jedes Video 10-mal Danke zu schreiben, seht das nicht irgendwie als, ja, Beleidigung nicht unbedingt, aber seht das nicht so, dass ich das nicht wertschätze. Es ist nur, ja, es, weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der Hauptsache Output, Output, Output. Also ich schätze das wert, aber seht es, also nehmt es mir nicht krumm, wenn ich unter einer Aussage wie hey, cooles Video nicht unbedingt immer antworte. Oh, das hört sich irgendwie so asozial an.
Also, seid mir einfach nicht böse. Also, sorry. So. Was sagt denn die Uhr? Oh, wir sind schon wieder drüber. Hier, so. Noch die formschöne Wand fertig ziehen. Dann war es das auch schon wieder. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, schön.